Es ist wieder soweit. 3 Tage lang Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics, das größte Schulsport-Event der Welt. Ja, und wir sind hier live im Schwarzwald in Schonach und hier ist richtig viel Schnee gefallen. Und die Kids, ja, die trudeln hier schon so langsam ein. Die Vorfreude ist auf jeden Fall spürbar und das gucken wir uns auch gleich mal an. Denn die Anreise begann für viele Kids schon in den Morgenstunden. Doch die lange Fahrt tat der Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil, ganz Schonach strotzt vor Vorfreude auf die kommenden Tage. Ja, und die Nachwuchsathleten, die sind schon Feuer und Flamme bei knackigen Temperaturen in den Disziplinen Skilanglauf, Skispringen und ordentlich durchzustarten. So wie hier. Auch wenn diese Sportarten noch nicht olympisch sind, aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Und bei mir steht jetzt Thomas Hertel, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Schulsportstiftung. Herr Hertel, wie waren Ihre ersten Eindrücke heute am Ankunftstag? Die waren wunderbar, weil das Wetter natürlich prächtig war, ein klarer Himmel, es liegt Schnee. Und ich war gerade auch auf der Sitzung der Delegationsleiter und habe gespürt, mit welcher Freude alle die Vorbereitungen eben wahrgenommen haben und nun auch sich natürlich auf die nächsten 3 Tage hier in Schonach freuen. Ja, ein beherrschendes Thema war das Wetter, die klirrende Kälte hier in Schonach. Wie haben Sie das aufgenommen und gibt es irgendwie auch die Befürchtung, dass da ein Wettkampf nicht durchgeführt werden kann wegen der Kälte? Also ich habe die Kälte heute selbst gespürt und ich denke, für unsere Kinder und Jugendlichen ist das schon eine große Herausforderung, aber auch dafür sind organisatorische Vorkehrungen getroffen, dass also auch die Wartezeiten beim Springen oder beim Biathlon, beim Slalom nicht allzu lange dann dauern werden, weil man eben weiß, wie kalt es ist, vor allem der Wind macht zu schaffen und alle Betreuerinnen und Betreuer werden sich bemühen, dass die Kinder und Jugendlichen morgen auch angemessen und übermorgen und auch am Mittwoch gekleidet sind, dass sie möglichst ohne Schaden wieder nach Hause kommen. Aber die Wintersportlerinnen und Wintersportler sind vieles gewöhnt und ich denke, unsere Jugendlichen auch. Ja, das hoffen wir auch. Und das bei Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics ist natürlich das Besondere, diese Gemeinsamkeit, vor allem natürlich im Langlauf, dass man da auch gemeinsam den Wettkampf beschreitet. Wie sehen Sie das? Ja, das macht es ja aus. Es hat ja schon viele freudige Aussagen der Jugendlichen gegeben, dass gerade das gemeinsame Auftreten ja auch in Mannschaften etwas ausmacht. Man lernt sich kennen, man wetteifert gemeinsam, man geht fair miteinander um, man ist Verlierer und Sieger und beides gehört ja mit zum Sport und diese Erfahrung auch gemeinsam zu sammeln. Ich denke, das macht auch den Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics aus. Vielen Dank, Thomas Hertel. Schonach im Schwarzwald. Der idyllische Ort freut sich auf sein 16. Winterfinale des weltgrößten Schulsportwettbewerbs. Aus mehr als 100 Schulen kommen junge Sportler aus der ganzen Republik in den Wintersportort. Und der empfängt die Olympioniken von morgen mit offenen Armen. Ja, also wir freuen uns da total drauf. Die Zoe darf morgen auch eine Fahne ins Haus des Gastes tragen. Da freut sie sich schon die ganze Zeit drauf. Optimal. Das sind die zukünftigen Olympioniken, die nächste Woche trainieren. Wir haben ja schon mehrere Sportler, die was geholt haben. Weltmeisterschaften, Olympiaden und das freut uns natürlich. Vor allem erfolgreiche Skispringer und nordisch Kombinierer hat Schonach hervorgebracht. Weltmeister wie Alexander Herr und Olympiasieger wie Hans-Peter Pohl oder Georg Hettich sind die großen Vorbilder für die kleinen Athleten, die auch mal ganz groß werden wollen. Und wenn Sie die Schonacher fragen, wie die JTFO und JTFP aufnehmen, dann gibt es nur eine Antwort. Nur positiv. Nur positiv. Ja. Auf jeden Fall ist Schonach stolz, würde ich jetzt sagen. Das ist, was soll ich jetzt sagen, für uns Skisport, nordische Kombination, Schwarzwaldpokal, das gehört irgendwie ein bisschen zu uns. Du freust dich auch schon auf den Sport? Ja. Klasse. Hast du eine Sportart, auf die du dich am meisten freust? Mhm. Und zwar? Auf Langlauf. Ob Langlauf, alpinen Skisport oder Skispringen, das alles gibt's vom 25. Februar bis zum 1. März auf Hauptstadtsport TV zu sehen. Natürlich aus Schonach im Schwarzwald. Thank you.
verlieren zusammen und wir gewinnen zusammen. Riesenkulisse und ich glaube, das wird Hammer. Wenn man einen Wille hat, dann kommt man natürlich viel weiter, als dass man schnell aufgibt. Schweißt natürlich extrem zusammen. Paralympics teilzunehmen, das wäre ein großer Traum für mich. Als Gruppe stark sein und nicht als Einzelner immer. Also ich war schon sehr aufgeregt. Meine Hände haben gezittert, das Herz klopft.